Willkommen zur Datenbank DidaVision. Von diesem Augenblick an ist Ihr Fernsehgerät an unser Netz angeschlossen. Gewünschte Information: die Muskeln. Ihr Wunsch wird an unserem Zentralrechner bearbeitet. Wir begeben uns in die Datei für Biologie. Die Bewegung ist eine Eigenschaft, die allen Lebewesen gemein ist. Auf die eine oder andere Art muss jedes Lebewesen Nahrung suchen, den Feinden entkommen und sich fortpflanzen. Und dazu muss es sich bewegen. Obwohl ihre Strukturen extrem einfach sind, haben die mikroskopisch kleinen Einzeller bereits unterschiedliche Bewegungsformen, die es ihnen ermöglichen, sich in ihrem Medium zu entwickeln und zu überleben. Die Pflanzen scheinen unbeweglich zu sein, haben aber in ihrem Inneren einen ständigen Transport an Substanzen. Außerdem bewegen sie sich der Sonne folgend, abgesehen von den windbedingten Bewegungen. Die komplexen Tiere wie die Fische, die Vögel oder die Landtiere bevölkern den Planeten mit Bewegung. Bei ihnen ist die Bewegungsfähigkeit den Nahrungsbedürfnissen und den Überlebensbedingungen vollkommen angepasst. Die Katzen sind dementsprechend Spezialisten im Kurzstrecken, aber sehr schnellen Laufen. Der Mensch ist ein langsameres Wesen, doch er ist in der Lage, 50 Kilometer ohne Halt zu laufen, etwas Unmögliches für eine Katze. Um sich geschickt im Meer zu bewegen, die Luft zu durchqueren oder zwischen den Bäumen zu laufen, brauchen die Tiere motorische Elemente, die ihr Knochengerüst und ihre Gelenke bewegen. Diese motorischen Elemente sind die Muskeln. Die Aktivität der Muskeln ermöglicht eine außerordentlich vielfältige und effiziente Bewegungsfähigkeit unseres Körpers. Die Muskeln. Die Muskeln erfüllen verschiedene unumgängliche Funktionen für den Organismus. Auf den ersten Blick ist es augenscheinlich, dass sie die Knochen schützen, die Gelenke und zahlreiche andere Zonen des Organismus. Die Präsenz der Muskeln im menschlichen Körper ist von so großer Bedeutung, dass sie fast die Hälfte seines Gewichtes ausmachen. Sie können unterschiedliche Formen und Größen haben. Manche, wie zum Beispiel die Beinmuskeln, können über einen halben Meter lang sein. Andere, wie die der Hände, sind winzig klein. Die Muskeln sind nicht nur die größten Energieverzehrer des Organismus, sie sind auch seine wichtigste Wärmequelle. Sie sind sozusagen die Heizöfen, die unserem Körper helfen, die gewünschte Temperatur zu halten. Manche Muskeln haben eine entscheidende Bedeutung im internen Funktionsablauf des Körpers. So hat der Myokardmuskel die lebenswichtige Aufgabe, ein Leben lang die Herzbewegungen zu ermöglichen. Sein Zusammenziehen ermöglicht es, Nährstoffe an das Blut zu verteilen und die Abfallprodukte des ganzen Körpers zu sammeln. Die Bewegungen dieses Muskels werden vom unwillkürlichen Nervensystem gesteuert. Die Blutgefäße sind von Muskeln umgeben, deren Bewegung auch nicht unserem Willen unterliegt. Sie sind wie ein Faden um eine Wickelspule.
Es gibt auch unwillkürliche Muskeln im Verdauungskanal und in den Atemwegen. Wenn alle Muskeln willkürlich arbeiten müssten, stände unser Leben bei der kleinsten Zerstreuung bereits in Gefahr. Sogar die leichten Bewegungen, die den Lichteintritt in das Auge steuern, sind einem winzigen, unwillkürlichen Muskel zu verdanken, der Iris. In gleicher Weise gibt es kleine Muskel, die unbewusst handeln, wenn wir Angst empfinden oder intensive Kälte verspüren. Es sind die Muskeln, die dafür sorgen, dass wir Gänsehaut bekommen. Doch es ist die Hauptfunktion der Muskeln, dem Körper Bewegungsfähigkeit zu verleihen. Diese Aufgabe ist den Muskeln anvertraut, die unserem Willen entsprechend gesteuert werden, den sogenannten Skelettmuskeln. Die Skelettmuskeln. Was wir unter dem Begriff Fleisch verstehen, sind in Wirklichkeit die willkürlichen Muskeln. Wir haben über 650 davon. Ohne sie wäre der menschliche Körper ein Sack mit Knochen und Innenorganen, ohne jede Bewegungsmöglichkeit. Diese Muskeln heißen Skelettmuskeln, weil sie mit dem Knochen verbunden sind. Allein im Gesicht gibt es über 30 Muskeln, die uns eine Vielzahl von Ausdrucks- und Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen, wie zum Beispiel das Dehnen der Mundwinkel beim Lächeln. Die 20 Muskeln der Hand verwandeln diese in ein perfektes Instrument. Alle Skelettmuskeln bestehen aus speziellen Zellen, die man Fasern nennt. Sie sind langgezogen und bestehen aus winzigen Myofibrillen, die in paralleler Anordnung innerhalb jeder Zelle untergebracht sind. Die Myofibrillen bestehen im Wesentlichen aus parallel gelagerten Bündeln aus zwei Proteinen, die unter den Namen Aktin und Myosin bekannt sind. Die Muskeln sind untereinander verwoben, als wenn man zwei gegenüberliegende Zahnbürsten ineinander fügen würde. Diese beiden Proteine bewirken die Bewegung des Muskels. Wenn sie stimuliert werden, ziehen sich die Myofibrillen zusammen, indem sie die Aktin- und Myosinbänder miteinander verzahnen. Die Bewegung der Muskelfasern ist immer ein Zusammenziehen. Die Bewegungsintensität hängt von der Anzahl der Fasern ab, die sich im entsprechenden Fall zusammenziehen. Damit eine Bewegung zustande kommt, ist es erforderlich, dass die willkürlichen Muskeln mit dem Knochengerüst in Verbindung stehen, sowie mit den Gelenken. Diese Anbindung erfolgt über sehr widerstandsfähige Strukturen aus Bindegewebe, die Sehnen, die gleichzeitig mit den Knochen und den Muskeln verbunden sind. Die Sehnen haben die Aufgabe, die Kontraktion des Muskels weiterzuleiten und die Bewegung des entsprechenden Gelenkes auszulösen. So sind wir in der Lage, ein Knie hochzuheben, den Arm auszustrecken oder den Kopf zu drehen. Das Muskelsystem funktioniert mit Hilfe des Blutkreislaufsystems und folgt den Befehlen des Nervensystems. Die Bewegung. Das Gehen scheint eine sehr einfache Bewegung zu sein, doch in Wirklichkeit ist es eine Folge von extrem komplexen Bewegungsabläufen. Man braucht sich nur einmal vor Augen zu halten, wie lange wir brauchen, um laufen zu lernen, das Gewicht des Beines von einem auf das andere zu verlagern, die Beinmuskeln zu bewegen, die Hüftmuskeln und so weiter. Dieser Lernprozess findet auch statt, wenn wir anfangen, bestimmte Bewegungen zum ersten Mal zu vollziehen, wie zum Beispiel Radfahren oder erstmalig zu schwimmen. Kein Muskel wäre für sich interessant, wenn er isoliert wäre. Wenn ein Muskel ein Gelenk in eine bestimmte Richtung bewegt, gibt es fast immer andere, die die Gegenbewegung ermöglichen. Wenn der erste Muskel, genannt Agonist, sich zusammenzieht, bleiben die anderen erschlafft.
Um die umgekehrte Bewegung auszulösen, erschlafft der erste Muskel und die anderen, die Antagonisten, ziehen sich zusammen. Bei einigen Bewegungen ist es erforderlich, dass sowohl die Agonisten wie auch die Antagonisten einen bestimmten Spannungszustand aufweisen, wodurch eine Verteilung der Kraft untereinander erfolgt. Das Gehirn benötigt sehr viel Information, um etwas so Einfaches auszuführen wie das Essen aufzutragen. Die Muskeln, die den Arm am Ellbogen beugen, müssen erschlaffen, um das Ausstrecken des Unterarms zu ermöglichen. Die Schultermuskeln bieten uns Stabilität, um das Gewicht des ausgestreckten Armes halten zu können und das der Schöpfkelle. Wird der Körper nach vorne bewegt, so treten die Beinmuskeln in Aktion, die das Verlagern des Körperschwerpunktes kompensieren müssen. Dennoch beinhalten nahezu alle Bewegungen sowohl bewusste wie auch unbewusste Elemente. Es gibt sogar Muskeln, die Bewegungen ausführen, deren Vollzugsbefehle nicht einmal vom Gehirn stammen. Es sind die Reflexbewegungen, die automatisch über das Rückenmark ablaufen, sobald es einen Reiz empfängt. Bei den Reflexvorgängen werden die sensorischen Impulse, die man erhält, in motorische Impulse umgewandelt. Im menschlichen Körper geht eine echte Ansammlung von Reflexbewegungen vor sich. Ausgehend von den Pupillen, die sich je nach den Lichtverhältnissen entsprechend öffnen und schließen, bis hin zum automatischen Zurückziehen von jeglicher Hitzequelle. Das Muskelsystem entwickelt sich in der Jugend bis etwa zum 30. Lebensjahr. Von diesem Augenblick an beginnt eine langsame Degeneration. Die Anzahl der Muskelfasern nimmt nicht im Verlauf des Lebens zu. Ihre Größe kann jedoch zunehmen und die Anzahl der Blutkapillare, die sie versorgen, ebenso. Wird regelmäßig Sport betrieben, so entsprechen die Muskeln einer beliebigen Kraftanstrengung, die ihnen abverlangt wird, besser. Das gilt sowohl für die Skelettmuskeln als auch für die glatten Muskeln und auch für das Herz. Der Myokardmuskel vergrößert sich, wird kräftiger und die Anzahl der Kapillare, die ihn versorgen, nimmt zu. Wenn er kräftiger ist, kann er in jedem Herzschlag eine größere Blutmenge in Bewegung setzen, bei weniger Anstrengung. In gleicher Weise werden durch den Blutstrom die Gefäße vergrößert und so mögliche Verstopfungen verhindert. Die Bewegung ist ein Faktor, der in jeder Altersstufe die Erhaltung dieser für unseren Körper so wichtigen Elemente begünstigt. Zugang zur Zusammenfassung. Die Muskeln schützen die Organe, die Knochen und die Gelenke. Nahezu die Hälfte des Körpergewichtes ist ihnen zuzuschreiben. Einige, wie zum Beispiel die der Beine, sind lang, während andere, wie zum Beispiel die der Hände, sehr kurz. Neben einem hohen Energieverbrauch versorgen die Muskeln unseren Körper auch mit Wärme. Der Myokardmuskel ermöglicht die Blutverteilung über den ganzen Organismus. Es gibt Muskeln, die die Blutgefäße umgeben, wie ein Faden eine Wickelspule. Die Skelettmuskeln bestehen aus quergestreiften Fasern. Jeder einzelne von ihnen besteht aus winzigen Myofibrillen, die ihrerseits durch Bündel von zwei Proteinen angeordnet sind, Aktin und Myosin. Beim Eintreffen eines Reizes ziehen sich die Myofibrillen zusammen und Aktin- und Myosinbündel ineinander. Die Intensität der Bewegung hängt von der Anzahl der Fasern ab, die sich jeweils zusammenziehen. Einige Kaumuskeln sind in der Lage, sich wie eine hydraulische Presse zusammenzuziehen und einen Druck von 38 Kilogramm je Quadratzentimeter auszuüben. Die Sehnen übernehmen die Aufgabe, das Zusammenziehen der Muskeln weiterzuleiten, um die Knochen und Gelenke zu bewegen. Wenn ein Muskel sich in eine Richtung bewegt, gibt es fast immer einen oder mehrere, die eine Gegenbewegung ermöglichen. Die Reflexvorgänge sind automatische Bewegungen, die aus dem Rückenmark stammen.
Das Muskelsystem entwickelt sich ungefähr bis zum 30. Lebensjahr. Von diesem Augenblick an beginnt eine langsame Degeneration. Die Datenbank dieser Mission hofft, dass die angefragten Daten ihrem Interesse dienten. Ende der Übertragung.